Hallo Mädels, ich habe euch neulich meine Beauty-Favoriten aus der Drogerie vorgestellt und heute soll es mit meinen Pflegeprodukten weitergehen. Die sind wieder alle für unter 10 Euro erhältlich und ich kaufe sie bei DM und Rossmann. Ich benutze die Produkte zu 90% oder zu 95% jeden Tag. Viele davon sind aus meiner Abschminkroutine, bei der es immer einiges zu tun gibt. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Als erstes habe ich hier von BB die pflegenden Reinigungstücher, und zwar die hellblauen. Ich habe schon die weißen, ich habe schon die von Balea, von Rossmann, von was weiß ich, was da alles gibt. Für mich funktionieren die einfach am besten. Ich benutze die allerdings nur als Zwischenschritt. Also ich habe beim Abschminken mehrere Steps, die ich abarbeiten muss, und einer davon ist eben die Megapresse mit den Reinigungstüchern vom Gesicht zu nehmen, und dafür funktionieren die hellblauen von BB für mich am besten. Dann ein Produkt, was ich relativ neu habe, aber es ist auch schon meine zweite oder dritte Flasche, und zwar ist es von Garnier das Skin Active Micellenreinigungswasser All-in-One Waterproof. Dieses orange-gelb-durchsichtige hier zum Schütteln, dieses Zwei-Phasen-Dingen. Und zwar benutze ich das immer in Kombination mit den großen Wattepads von die Make-up. Und zwar benutze ich die beiden Produkte, um mein Augen-Make-up zu entfernen. Das erste, was ich anfange, wenn ich mich abschminke, ist, mein Augen-Make-up runterzunehmen. Da tränke ich dann quasi immer zwei von diesen großen Pads mit dem Skin Active Micellenreinigungswasser, lege die dann eine Weile auf meine Augen und fange dann langsam an, das Augen-Make-up runterzunehmen. Und mit dem Rest oder mit dem, was dann noch auf der Rückseite von dem Pad ist, gehe ich dann über mein Gesicht. Und was ich dabei so gut finde, ich benutze ja eigentlich jeden Tag falsche Wimpern. Und mit diesem Zeug löst sich der Kleber auf meinen Wimpern so richtig gut. Also ich benutze diesen Duo Adhesive, diesen weißen mit der blauen Schrift, den Kleber benutze ich für die Wimpern. Und ich habe davor immer den hier benutzt, den Augen-Make-up-Entferner. Der ist jetzt kein Favorit mehr, aber ich zeige ihn trotzdem. Das ist der von Rival de Loup, der ölhaltige Augen-Make-up-Entferner. Den habe ich, wie gesagt, davor immer benutzt. Der hat das Make-up auch relativ gut oder gut abgenommen. Allerdings, was mir hier besser gefällt, da löst sich der Kleber von meinen Wimpern zu leicht. Also wenn ich die Wimper dann abhab, kann ich dann ganz einfach den Kleber mit den Fingernägeln noch abpulen, ohne dass ich an der Wimper reißen muss oder ohne dass aus dieser Klebeschnur so ein klebriger Komplettpapp irgendwie wird. Also dafür finde ich, allein schon deswegen mag ich das Produkt. Ich habe das von dieses Sensibio H2O, das habe ich noch nie benutzt von Bioderma. Deswegen kann ich da jetzt leider keine Vergleiche ziehen. Aber wenn es euch nicht stört, dass im Reinigungsprodukt Öl mit drin ist, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ansonsten nehme ich fürs Gesicht als Zwischenschritt oder wenn ich jetzt morgens aufstehe, gerne das Micellenwasser von Nivea. Das ist mein liebstes normales Micellenwasser, also jetzt ohne Öl. Ich hatte schon das von L'Oréal und das von Balea. Das von Balea fand ich richtig schlecht, das musste ich dann auch wirklich wegwerfen. Also da konnte ich nicht mal an mich halten und es aufzubewahren, um irgendwie Swatches zu entfernen oder sowas, weil das so eine Riesenpulle war. Also als normales Micellenwasser ohne Öl finde ich das von Nivea am besten. Ich habe hier leider die Umverpackung nicht mehr, aber was ich auch jeden Tag benutze, sind von Rossmann, von Rival de Loup, diese Einmal, ich glaube, da steht Einmal Waschlappen. Ich weiß nicht, ob das ein Einmal Waschlappen ist. Also ich wasche die auch bei 60 Grad. Das sind so, sollen so Peeling-Waschlappen sein. Dafür weiß ich jetzt nicht, ob man es verwenden kann. Aber ich nehme damit eben immer mein Waschgel oder meine Waschcreme, meine Waschlotion, nehme ich mir davon vom Gesicht. Da kommt dann eben richtig schön
der Rest noch ab, der auf dem Gesicht ist. Und ja, also so 5, 6 Mal, nach 5, 6 Mal waschen dann in der Waschmaschine, werden die dann auch so ein bisschen komisch und dann sortiere ich die aus. Die kosten zwischen, also wenn die im Angebot sind, kosten die entweder 1,49 oder 99 Cent. Ich glaube sogar 99 Cent. Müsst mal schauen, die stehen bei den Nagellackentfernern und diesen ölhaltigen Augenentferner-Wattepads. Ja, oder einfach bei den Nagellackentfernern, da findet ihr die. So, das nächste. Wenn ich eine Maske benutze, benutze ich super gerne von Rival de Loop diese Hydro-Tuchmaske. Da sieht man zwar erstmal ein bisschen gefährlich aus, mein Sohn kriegt da immer einen Schreck. Ja, aber die benutze ich ganz gerne. Ich bewahre die in meinem Kühlschrank auf und ja, gerade wenn ich Nachtdienst hatte, ist es dann am nächsten Tag ein richtig schöner frischer Kick. Dazu benutze ich auch sehr gerne allerdings von Balea die Beauty-Effekt Augengel-Pads. Ich habe lange, lange Zeit die von Rossmann verwendet und fand die auch gut, aber die kühlen halt nur. Also da kann ich mir irgendwie auch einen kalten Löffel auf die Augen legen. Und die von Balea, die pflegen auch. Also die Augengel-Pads, die bewahre ich auch im Kühlschrank auf. Das ist übrigens auch so ein Tipp von mir. Ich bewahre auch immer so ein Feuchtigkeitsgel für die Augen im Kühlschrank auf und gerade für den Sommer ist das wirklich nochmal was ganz anderes, als wenn ihr das in der Bartschublade habt. Dann springen wir zur Lippenpflege. Da habe ich einmal was von Rossmann und einmal was von. Ah, ne, das ist sogar beides von Rossmann. Und so sind es meine liebsten Labellos sozusagen. Einmal von Isana Intensiv. Und einmal von Alterra, der Lippenpflegestift. Das sind meine Liebsten. Ich konnte mich leider nicht anfreunden mit, na, sagt's, wie heißt's, ja, die EOS Lip Balms, da weiß ich überhaupt nicht, ob die pflegen sollen. Dann Carmex mochte ich eine Zeit lang ganz gern, aber ist mir auf den Lippen dann irgendwie zu heftig. Und ja, also mit allem anderen komme ich irgendwie nicht so zurecht. Dann, der ist jetzt glaube ich nicht unter 10 Euro, mein allerliebster Tangle Teaser für die Haare. So. Dann, wenn wir bei den Haaren bleiben, ich benutze für meine Haare eigentlich hauptsächlich Shampoos, Spülungen, Kuren vom Friseur, also aus dem höherpreisigen Bereich. Das einzige Produkt, was ich aus der Drogerie habe und was ich wirklich mag, ist hier von L'Oréal El Vital, das Öl Magique. Das verwende ich gerne in meinen nassen Haaren. Also nach dem Waschen gebe ich das dann direkt in die Haare und lasse es da drin. Und bevor ich sie föhne, gebe ich dann manchmal noch ein anderes Produkt mit rein. Für zwischendurch benutze ich das nicht so häufig, weil ich eben auch andere Produkte habe. Aber nach dem Waschen oder auch vor dem Waschen, um eben den ganzen Schmutz aus den Haaren zu ziehen, greife ich sehr, sehr gerne zu dem Produkt. Kostet, glaube ich, um die 10 Euro. Mein Haarspray, das ich immer benutze, ist von Wellaflex. Extra starker Halt. Das legt sich nicht ganz so schwer auf die Haare und hält ganz gut. Dann aus meiner täglichen Pflege nicht wegzudenken, ist von Rival de Loop aus der Age Performance Reihe das Intensivserum. Das benutze ich zum Schichten jeden Abend. Für morgens ist es mir zu reichhaltig. Ja, also ich kann wirklich nichts anderes sagen, als dass ihr euch bei trockener Haut unbedingt mal mit diesem Teil hier versuchen solltet. Dann ein Produkt, von dem ich nicht genau weiß, ob es ohne genauso gut wäre, aber ich benutze es einfach, weil ich es mag, ist von Balea der Beauty-Effekt Hyaluron Booster. Ich benutze den abends immer unter dem Age Performance Serum. Ich kann euch auch gerne mal eine Abendroutine daher schwätzen. Abdrehen wird vorerst noch ein bisschen schwierig, aber ich kann euch erzählen, wie ich das alles mache. Ja, weiß nicht, mögt ihr den? Findet ihr den zu teuer? Könnt mir ja gerne mal dazu eine Info dalassen. Dann eine Seife, ich benutze sie allerdings zum Pinselreinigen, ich zeige sie trotzdem, ist von Alverde Naturkosmetik, von DM die Pflanzenölseife, die gibt es in Rose, in Lavendel und in
ich glaube, Verveen, also so Zitronengras-geruchmäßig. Damit reinige ich immer meine Pinsel, kann mich nicht beklagen. Und dann zu guter Letzt noch zwei Deos. Und zwar habe ich jahrelang immer das Rexona benutzt. Das ist oben so zum Raustrennen, kommt es in so einer Cremeform. Das einzige Problem, was ich mit dem Deo habe, ich trage sehr viel Schwarz. Und auf Schwarz hinterlässt es beim Auftrag, oder man muss extrem aufpassen, dass man sich damit nicht die schwarzen Klamotten versaut. Und ich habe letztes Jahr im Sommer auch den Eindruck gehabt, es schützt mich nicht mehr ganz so sehr. Jetzt im Winter ist wieder alles in Ordnung. Mal sehen, wie es jetzt im Sommer wird. Und dann alternativ noch, wer ein aluminiumfreies Deo möchte, das ist zwar aus der Isana Man-Reihe von Rossmann, das hat aber einen sehr neutralen Geruch. Das schützt auch sehr gut. Das ist ohne Aluminiumsalze, wie gesagt, wie es im Sommer, wie es mich im Sommer schützt, das weiß ich natürlich nicht. Nur jetzt für den Winter fand ich das wunderbar. Und eben zum Sprühen und nicht so schwierig bei den schwarzen Kleidern wie dieses Produkt hier. So, das war's für heute von mir. Ich schaue mal, was ich als nächstes mache. Lasst mir gerne Feedback da. Schreibt mir, was ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht drehe ich was ab zu meiner Kiko Make-up-Sammlung. Ich wünsche euch noch ein schönes, langes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.